Ja, also ich meine, wenn wir jetzt auf Gendern zu sprechen bekommen, ist es einfach so, ich sage, okay, ich lasse mir nicht von einer Minderheit vorschreiben, wie ich mich in Zukunft auszudrücken habe. Die deutsche Sprache, generell Sprache, entwickelt sich aus sich heraus. Es ist zweimal versucht worden, Sprache von oben herab zu diktieren, einmal von den Nazis und einmal von den Kommunisten. Das hat nur unter Druck funktioniert und eben auch nur temporär, solange wie der Druck da war. Aber ich werde jedenfalls dieses Gendern nicht mitmachen, weil ich dafür keine Notwendigkeit sehe. Und ich finde auch erstaunlich, dass Fernsehanstalten, die bereits Umfragen in Auftrag gegeben haben, wie verhalten sich die Zuschauer zum Gendern? Und es ist dabei rausgekommen, 72% lehnen das Gendern ab. Da müssten wir doch als Sender darauf eingehen und müssten sagen, okay, die Mehrheit bestimmt in einer Demokratie und wir lassen das sein. Also bei mir im Betrieb kann natürlich jeder das halten, wie er möchte, jeder, wie es ihm beliebt. Nur da, wo wir fürs Theater was rausgeben, im Auftrag des Theaters, da bestimme ich dann doch, möchte ich gerne bei der Sprache bleiben, die ich so liebe und die jahrhundertelang ihren Dienst erwiesen hat. Und ich meine, es ist klar, dass die Sprache sich entwickelt, aber bitte nicht von oben herab.